Gleichgewicht, das Limit 73 Kilo, haben beide nicht überschritten. 2x5 Minuten ausgemachte Distanz. Steffen Ramelow und Patrick Schanring. Ich freue mich auf eine ordentliche Keilerei. Gegeben durch Joe Doncor und Mo Sarri. Ja, Mo Sarri, etwas leichter hier als sein Gegner. Was auch daraus schließen lässt, dass er wahrscheinlich kein Gewicht gemacht hat. Joseph allerdings genau hier im Limit, was darauf schließen lässt, dass er das Gewicht gemacht hat. Wahrscheinlich haben wir ja schon einen Gewichtsunterschied von 5 Kilo im Käfig zwischen den beiden, was natürlich nicht unerheblich sein kann. Ja, wenn man die beiden anguckt, da wirkt Joseph natürlich richtig wie so eine Maschine dagegen. Ein sehr karatemäßigen Stil. Das rechte Bein weit vorne, bereit für den Frontkick, die Hände unten. Na gut, wir haben natürlich jetzt zwei Kandidaten mit Joseph, der übers Judo, Taekwondo, BJJ und Ringen zum MMA gekommen ist, und mit Mo Sarri. Der hat angefangen mit BJJ, dann Muay Thai. Und jetzt geht hier die Fahrt ab für Joseph Doncor. Joseph Doncor, seiner Ecke ein sehr, sehr erfahrenen Mann und Trainer, der ihm bestimmt einige Tipps gezeigt hat hier im Bodenkampf. Holt sich den einen Hook. Das eine Bein ist drin, das zweite Bein ist auch drin. Ah, das wird es gleich gewesen sein. Wenn er nur halb so gut im Boden ist, wie er sich hier im Stand bewegt hat, dann wird es gleich hier vorbei sein. Er hat einfach Bärenkräfte, guck dir das an. Ja, oh Gott, na. Oh, der dreht ihn mir. Das habe ich auch noch nicht gesehen. Oh. Wow, krasser ganz, Schulterhebel. Ganz. Wow, dass er darauf geht. Normalerweise gehen die meisten hier in dieser Position auf einen Rear Naked Choke. Aber diesen Griff hier, Wahnsinn. Oh. Und Mo, der hält da noch gegen. Ja, das kann sehr, sehr belastend für die Schulter sein. Wow, wie er hier mit dem Bauch drückt. Muss man gleich hier an das Kommentatorenpult hier rechts von mir nachfragen, an Spezialist Rani Sadeh, wie man diese Technik nennt. Weil ich habe sie bisher selber auch noch nicht gesehen. Und jetzt geht er hier zum Bürger ran. Und hier, Mo hält aber den Finger hoch, den Daumen hoch. Ja, aber das ist zu wenig. Das kriegen auch die Kämpfer vorher im Rules-Meeting extra erklärt. Finger hoch reicht nicht, die müssen Aktivität zeigen. Ja, zeigt immer noch den Finger hoch. Ja, das ist auch mehr oder weniger ein Reflex hier. Aber ja, hier. Nee, die kommunizieren schon. Der kommuniziert dann mit dem Kampfrichter. Ja, ja. Ich finde, das sieht brachial aus, was hier Joseph macht. Ich sehe noch nicht so richtig die Effektivität darin hier. Er hat jetzt den Arm und den Kopf drinne. In einer Würgeposition, das ist wie eine Art Armin-Triangle. Aber er kann den Kampf ja noch nicht beenden. Ne? Jetzt ist er in der Mount-Position. Und jetzt kommt jetzt Joseph mit, hier wieder. Mit Ground and Pound arbeiten, jawohl, das macht er. Aber nur kurz. Jetzt wird er was anderes probieren müssen. Aber er macht das extrem stark hier. Also ich kann mich noch erinnern, weil in seinem letzten Kampf, da hat er einfach das Pech gehabt, dass er einen so starken Gegner hatte und nicht wirklich zeigen konnte, was er kann. Jetzt hat er die Möglichkeit, das zu zeigen, und bin begeistert bisher. Ja, da hat er in der zweiten Runde durch TKO verloren, Joseph Doncor. Bis dahin war es eigentlich ein super Kampf von ihm. Ja, und bisher dominiert er klar. Und zieht wieder den Arm nach hinten. Ja, das ist eine mördermäßige Kontrolle. Und das Publikum, die zischen alle hier durch die Zähne. So, oh, das da hört man schon, dass alle da mitmachen und mitempfinden. Und jetzt kann er hier aber richtig reinholzen. Das wird jetzt nicht gut werden für Mohamed. Und hier gräbt er. Aber er ist zu ineffektiv. Es sieht böse aus, aber er ist nicht so effektiv, wie er sein könnte. Er versteift sich da irgendwie. Jetzt fängt er erst an und versucht, eine Schläge zu setzen. Er versteift sich da unheimlich. Er will irgendeinen Hebel. Ja, er will einen Hebel. Er will nicht auf den Bürger gehen. Warum, weiß ich auch nicht, weil der wäre auch da. Jetzt zieht er durch. Das wird's gewesen sein. Das war's, ja. Oh, jawohl. Sehr stark gemacht von Joseph Doncor. Sehr stark und überlegen gemacht. Starker Kampf, starker Sieg. Also vor allem starker Auftritt von Joseph Doncor. Ja, ich glaube, den hat es auch noch angefuchst, dass er da verloren hatte gegen Andy Höttke. Hat es vielleicht sogar ein bisschen unnötig spannend gemacht. Er war vorher schon immer in so starker Position. Ja, ich glaube, gegen einen physisch so kräftigen Gegner anzutreten, das ist auch für Mo Sarri. Schöne Hand hier.
Schön die Führhand reingehauen. Ja, das war das Problem. Er war gleich beeindruckt. Mohamed, dann hat er selber mit einem ungestümen Gang nach vorn probiert und ab da ging dann alles gegen ihn. Meine sehr verehrten Damen und Herren, war ein ordentliches Stück Bodenarbeit. Ich hätte ganz gerne ein ordentliches Stück Applaus für beide Kämpfer. Joe Doncor und Mosari. Stark gemacht vom Mann vom VfL Wolfsburg. Ladies and Gentlemen, wir haben ein Urteil. Der Kampf endet nach 3 Minuten 14 Sekunden in der ersten Runde. Tap out by Rear Naked Choke. Der Sieg geht an den Mann aus Wolfsburg, Joe Doncor. Joe Doncor beendet das dritte Duell des heutigen Abends. Das dritte Duell, das auch vorzeitig endete.